Servus, grüß euch, hier ist euer Franz. Ich möchte euch ein Modpack vorstellen. Das ist, hier steht da zwar der Tür, aber hier, wo ihr es runterladen tut, da steht Pack Balance Mann. Keine Ahnung, warum das da steht. Es steht hier der Tür. Und, naja, wir müssen länger damit diskutieren. Also, da, ich habe drei Hänger ausgewählt. Diesen habe ich jetzt nicht ausgewählt. Der kostet 18.002 Euro, 45.000 Liter, 25 Euro Unterhalt. Der kann die Standardfrüchte laden. Der Gerste, Weizen, Raps, Körner, Mais, Häckselgut, Kartoffeln, Zuckerrüben, Silage, Hackschnitzel, Gräser, Stroh, Heu, Mist, das weiß ich jetzt nicht genau, was das jetzt sein soll. So, dann haben wir hier den. Der kostet 37.500 Euro, kann zwischen 17.500 und 19.000 Liter laden, kann man aufsetzen, 10 Euro Unterhalt, der kann ein bisschen weniger diverses laden, wie man sieht. Dann haben wir hier einen größeren, der kostet 41.500, der kann gleich geladen wie der andere an die Fruchtsorten. Er hat eine Ladekapazität von 24.000 bis 27.000 Liter, 20 Euro Unterhalt. Den hier habe ich jetzt nachher zum Anschauen da. Der kann gleich viel laden, nur er ist ein bisschen anders da verarbeitet, das werden wir nachher sehen. Du brauchst auch 20 Euro Unterhalt. Dann haben wir noch diesen. Der kostet 43.500, der kann 29.000 bis 35.000 Liter laden. Hat auch weniger Fruchtsorten zum Laden. Kostet 22.000. Entschuldigung, mich kostet 22 Euro Unterhalt bei Regenplätzen. Tut mir leid. Bin ja auch nur ein Mensch. Also jetzt haben wir mal hier Kleines. Machen wir jetzt mal hier runter. Ups, muss ich mal aussteigen. Dann machen wir jetzt mal den anderen. Kommen hier noch durch. Oder vom Weg. Ja genau, wir fahren vom Weg. So. Man kann jetzt mit der Taste Nummer 7 kann man hier den Aufsatz hinzufügen und entfernen. Dadurch ergibt sich das Ladevolumen. So. Rückfahrlicht geht auch um Bremslicht. Blinker. Der hat, wie man sieht, hinten lenkbare Hinterachse. So. Jetzt gehen wir zum nächsten. Da kann man jetzt den Aufsatz, glaube ich, nicht. Nein, geht nicht. Kann den Aufsatz nicht verändern. Aber ich wollte ja euch das Beladen zeigen. Start und Entladen. Blinker, ja, geht auch. Stopp. Brauche ja nicht so viel. Dann sieht man, wie er schön entlädt. Aber irgendwie, da müsste anders sein, dass er laden. Oh, das sieht aber nicht schön aus. Der fängt von oben nach unten an. Normal wird es anders da. Egal. Vielleicht macht das ja noch der, was ich dort gemacht hat. So, jetzt gehen wir zu diesen. Richtig runter, glaube ich, oder was? Ja.
überhaupt jetzt nichts machen. Machen wir mal den Aufsatz runter. Das ist jetzt 7. Überhaupt nichts, komischerweise. Hat er wahrscheinlich einen Fehler drin oder was? Schauen wir mal zum nächsten. So, dann tun wir mal. Da kann man hier bei denen, kann man das vom Häckseln vorne ausklappen. Das ist wieder voll. Kann man hier den Aufbau entfernen. Also Abkippsymbol hat geleuchtet. Also hier funktioniert das Beladen. Der eine Hänger funktioniert nicht wahrscheinlich. Schauen wir gleich nochmal. Wenn jetzt der Schauer 6 aber jetzt gleich so, ja. Ja, da gibt es auch von oben so herweg. Zwar ist es schon realistischer, dass es oben weniger so wird, aber es wird irgendwie unten her, dass es umgekehrt vielleicht ist. Er sieht ja auch nicht mehr neu aus. Also sieht die Hinterachse, wie gesagt, gelenkt. So. Schauen wir das noch einmal, weil es kann sein, dass es nicht stand. So, jetzt machen wir den Aufbau mal weg. Und jetzt fahren wir noch was ran. Ah, jetzt da. Schlagt wahrscheinlich an den Aufbau. Jetzt machen wir nochmal den Aufbau nochmal auf. Ah ja, doch, es geht's. Komisch. Oder geht auch nicht. Nein, das geht dann nicht. Den Aufbau weg. Also wenn man den Aufbau hat, kann man hier bei den Richter hier nicht erfüllen. Komischerweise. Das ist ein Fehler, glaube ich, oder was, keine Ahnung, oder geht es nur bei dem Kornspeicher hier nicht? Vielleicht mal testen. Der Hänger, der kippt ja optimal ab, wenn man sieht. Da müsste der mit der Textur da was ändern. Mit dem Partikelsystem. So, jetzt fahren wir mal vor, jetzt will ich nicht das wissen. So. Fahren wir mal hierher. Machen wir den Aufbau wieder rauf. Ups, Entschuldigung, das war der falsche Knopf. Her. Machen wir mal Kartoffeln. Ja, das ist nur das Problem vorne bei den Originalen. Hier funktioniert das für den Aufbau. Das war haarscharf. Ich glaube, ich habe das System untersucht. So, das war vor.
warten wir hier noch ab. Ja, da gibt's schön ab. Ja, wenn euch die Mod-Vorstellung gefallen hat, dann schaut's wieder rein. Würde mich freuen. Ihr sagt Servus, grüßt euch, euer Frank.